Hallo und herzlich willkommen auf Ghost Light Gaming zum zweiten Video zu Heart of the Thorns, also dem Guild Wars 2 Add-on, was jetzt auf uns zukommt. Und heute gibt es nochmal genauere Informationen, was denn jetzt eigentlich in dem neuen Update so alles dabei ist. Das ganze Video wird übrigens immer gespickt sein von kleinen Ausschnitten aus dem Trailer, in denen ich dann eben praktisch nochmal so ein bisschen eben aus dem Trailer Filmmaterial zeige zu dem, was ich da gerade beschreibe. Okay, fangen wir mal an. Es gibt aber übrigens nicht zu allem was. Aber trotzdem, fangen wir mal an. Punkt 1. Das Ganze ist eine Erweiterung, wie gerade schon gesagt, und eben, naja, ganz nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, ist eben Heart of the Thorns auch nur so ein bisschen, ja, ein Teil vom großen Ganzen, ja, wo irgendwie Guild Wars sozusagen versuchen will, die, ja, Welt der MMOs zu revolutionieren. Naja, gut. Ob sie das jetzt tatsächlich hinkriegen oder nicht, ist dann eine andere Frage. Aber als erstes gibt's schon mal ein neues Beherrschungssystem. Also das heißt, dass man neue Trainingsmöglichkeiten und so weiter nochmal hat, auch nach Level 80 noch, beispielsweise die Fähigkeit des Drachenfliegens. Oder eben, man kann im Dschungel irgendwie so Rinde von irgendwelchen komischen Viechern zerfetzen und so. Und worauf ich mich ganz besonders freue, die Sammlungen werden nochmal etwas erweitert, und zwar um eine Sammlung, in der man Precursor bekommen kann. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil ich habe ja für meine Legendary, also Düsternis, eigentlich alles bis auf den scheiß Precursor, der eben seine 1200 oder 1300 Gold kostet. Und das ist ja doch nicht gerade wenig. Naja, okay. Kommen wir mal zum zweiten Punkt. Es gibt natürlich wieder was zum Erkunden. Und zwar einige neue Karten im Maguma-Dschungel, wie ich ja schon so ein bisschen angefangen hatte in meinem Video, was ich mir denn wünschen würde oder was ich glaube, was rauskommt. Es gibt neue Gruppeninhalte, also das heißt wahrscheinlich sowohl irgendwelche Gruppen-Events als auch Dungeons, meine lieben Freunde. Und es gibt natürlich auch wieder ja allgemein halt neue Karten, logischerweise. Es gibt neue Events und neue Geschichten, also praktische Living Story Weiterführung beziehungsweise halt einfach irgendwelche Events auf der Karte. Und es gibt neue Bosskämpfe. So, des Weiteren gibt es jetzt auch noch Spezialisierungen. Das heißt, die einzelnen Klassen können sich auf gewisse Sachen spezialisieren. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was das Ganze denn wirklich genau bedeutet. Aber ich denke mal so, derzeit ist es ja so, wenn ich jetzt beispielsweise, meinetwegen nehmen wir mal einen Wächter oder so, skille, ist eigentlich relativ egal, dann habe ich an dem Trade-Baum immer zwei Sachen, die ich erhöhe. Also beispielsweise Wildheit und Zähigkeit beim Wächter. Und so kann ich dann eben sagen, okay, die Zähigkeit ist mir scheißegal, dafür hätte ich gerne insgesamt mehr Wildheit, beziehungsweise dann halt auch mehr Präzision und so weiter. So kann ich mir das Ganze zumindest vorstellen. Wäre auf jeden Fall eine mega nice Sache, denn dann könnte man wirklich mal voll auf Schaden spielen, wenn man eben weiß, wann man wo dodgen muss und so weiter und so fort. Okay. Und dann noch was, wo ich mich sehr darüber freue, und zwar eine neue Klasse, der Wiedergänger, der irgendwie so ein bisschen schwere Rüstung und ein Dieb vereint, würde ich mal behaupten. Also so ein bisschen, ja, Fähigkeiten, die er jetzt gerade mal kurz jetzt eingeblendet bekommt.
So, weiter geht's mit Gildenhallen. Also man kann jetzt eben mit seiner Gilde irgendwie so eine Halle aufbauen, in der man einen Haufen Scheiß lagert und so. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich großartig toll ist und so, weil ich mir so denke, naja, keine Ahnung, was will ich in dieser Gildenhalle? Aber vielleicht ist es ja ganz nett. Keine Ahnung. Dann gibt's einen neuen PvP-Modus, der nennt sich Festung. Für mich ist es so ein bisschen WoW im Kleinen. Also man hat halt irgendwie so Kontrolle über Helden. Okay, das gibt's im WoW nicht, aber sonst irgendwie Vorräte, dann irgendwelche NPC-Soldaten anwerben, Traps bemannen und dann eine Festung verteidigen bzw. angreifen. Ja, keine Ahnung. Kennt man aus dem WoW, würde ich mal behaupten. Und was allerdings noch ein bisschen nice dran ist, eben, dass es jetzt noch Gildenteam-Feature gibt. Und ja, weiß nicht, da kann man halt seine eigene Gruppe formen und sich an der Rangliste irgendwie nach oben kämpfen. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so was richtig Cooles wird oder ob das nur so lala ist und dieser Modus eigentlich für den Arsch. Keine Ahnung, werden wir sehen. Dann gibt es jetzt im WoW neue Karten und darüber freue ich mich auch. Denn diese neuen Karten sollen anscheinend gewisse Möglichkeiten bieten, wie es hier heißt, mit Fallen gespickt und Co. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man diese Fallen eben für sich nutzen kann und dass theoretisch auch eine kleine Gruppe mal wirklich einen Serg zerlegen kann, wenn eben der Serg ein bisschen unabgesprochen ist und so weiter. Wäre auf jeden Fall mal eine schöne Sache, wenn man da noch ein paar geniale Gameplays mit runterwerfen und Co. sieht, kennt man ja so ein bisschen von Skyhammer im PvP. Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch. Hier unten nur noch so ein bisschen News-Sachen, hier die Medien. Und klar, keine Neuigkeiten verpassen. Das heißt, man kann ihnen so ziemlich überall folgen. Kann ich euch auch nur empfehlen. Und man kann natürlich auch abonnieren. Okay. Apropos abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und wenn ihr weiter informiert werden wollt zu kommenden Updates, könnt ihr natürlich auch gerne mal bei mir vorbeischauen. Das heißt, auch mal ein Abo dalassen. Und noch als kleinen Hinweis zum Ende, es gibt gerade Guild Wars 2, ja, mit 75% Rabatt, wenn ich mich nicht ganz irre, bis zum 25. hieß es. Also das heißt, es dürfte jetzt auch mal aktuell sein. Wenn nicht, tut's mir leid. Okay, haut rein, Leute.